Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin ein bisschen außer Atem, denn ich bin heute mit dem Mountainbike unterwegs. Das Rennrad lasse ich noch ein bisschen im Keller stehen. Zeitfahrrad ist schon auf der Rolle eingespannt. Swift bin ich schon mal ein paar Minuten gefahren, aber bei so einem schönen Wetter wäre es doch irgendwie ein bisschen verschwendete Zeit, draußen zu fahren. Bisschen wenig Video-Content von mir, bisschen wenig Videos in letzter Zeit. Liegt einfach daran, dass das Training, vor allen Dingen das Schwimmtraining, schon viel, einfach viel Fokus im Moment braucht. Gerade so in den ersten Wochen, wenn man reinkommt, bis man wieder so seinen Rhythmus gefunden hat. Oh, Scheiße. Das ist nichts für mich. Ich muss schieben. Oh, leck mich am Arsch. Ich hab's versucht. Aber ich glaube, mir fehlt die Technik. Könnte sein, wenn man nie Mountainbike fährt. Oh. Zum Glück hat die Garmin Autostoppfunktion. Ist der Schnitt nicht ganz so erbärmlich. Hab hier kein Wattmesser dran. Deswegen fahre ich eh alles so nach Gefühl. Ist auch jetzt bei den Fahrten ein bisschen egal. In den ersten Trainingswochen zählst du echt eher da rum auch mal. Einfach wieder sich an die Trainingsstunden zu gewöhnen. Oh, ich schwimme allein schon 6-mal die Woche. Da sind die anderen Sachen dann nicht so stressig. Wobei, die Montagseinheit am Stadion war echt ganz gut. So, ich habe schon so viele Fotos gemacht. Ich ernenne mich, glaube ich, hiermit zum Social Media Beauftragten von mir selber. Ja, waren jetzt nicht ganz so viele Kilometer wie eigentlich geplant, beziehungsweise Minuten wie eigentlich geplant. Bin jetzt eine Stunde gefahren. Aber ich muss zugeben, trotz Buff und Handschuhen an den Ohren und an den Händen war es ein bisschen kalt. Und insgesamt ist wunderbar blauer Himmel hier. Und da, wo ich im Wald gefahren bin, war es halt total diesig. Geheimtipp für mehrere Schwimmtrainingseinheiten am Tag und gegen kalte Ohren auf dem Fahrrad: Bademütze einfach immer anlassen. So, jetzt geht's los. Zuerst den Kraftraum und dann ein zweites Mal schwimmen. Liebe Leute, hier ist das Sofa, wo ich gerade sitze. 2,5 Meter da drüben würde die Kamera liegen. Ich schaff's einfach nicht mehr da rüber. Also erstens, lustige Geschichte. Susi hat sich gestern beim Aufwärmbasketball die Kapsel gerissen und es kann sein, oder also in den Finger verletzt. Es kann sein, dass ich sowas gesagt hatte wie, naja, da ist sie auch ein bisschen selber dran schuld, weil sie halt auch unschlau gespielt hat. Jetzt war ich gerade beim Schwimmen und hatte bei einem der Start, weil wir haben nur Sprints gemacht am Ende noch, also es war sowieso ein Attentatversuch auf mich, diese ganze Schwimmeinheit. Wie eigentlich jede der letzten 10 Schwimmeinheiten. Jammer, jammer, bla bla bla. Also ist mir bei einem der Startsprung die Brille wie so oft bis zum Hals runtergerutscht. Nichts mehr gesehen, aber trotzdem natürlich Vollgas gegeben und dann Vollgas mit der Hand gegen die Mauer geschwommen. Das ist nicht schlau. Ja, und ich esse jetzt meine Nudeln auf und kühle meinen Finger und dann geht morgens Training weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nee, wo sind hier die Kamera? Hier.